Dass wirklich komplett neue Fluggesellschaften hier in Deutschland an den Start gehen, das passiert zurzeit ziemlich selten bis gar nicht. Ist aber auch verständlich, denn der Markt befindet sich aktuell mehr oder eigentlich stetig in einem Wandel. Und laut Aussage von zahlreichen vermeintlichen Experten sind Fluggesellschaften heutzutage mit unter 100 Flugzeugen eigentlich schon zu klein und in der Zeit der Konsolidierung gar nicht unbedingt überlebensfähig. Ob das für das Frachtgeschäft hierzulande genauso gilt, das können wir jetzt in Zukunft mal beobachten, denn mit Cargologic Germany geht jetzt eben genauso eine komplett neue Fluggesellschaft an den Start. Und das schauen wir uns heute in einem kurzen Video mal etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Mit Sitz am Flughafen Leipzig entsteht hierzulande eine neue deutsche Fluggesellschaft und das bereits seit Monaten. Ihr kommerzieller Start steckt aber noch eine ganze Weile beim Luftfahrtbundesamt fest. Jetzt ist die Sache allerdings durch und Cargologic Germany hat ein deutsches AOC bekommen. Ist ein Begriff, den ihr vielleicht noch aus Zeiten der Air Berlin-Pleite kennt. AOC steht für Air Operator Certificate und bedeutet ganz offiziell auf Deutsch Luftverkehrsbetreiberzeugnis. Und das gibt es eben nach einem sehr aufwendigen Prüfverfahren, beziehungsweise wie man hier gesehen hat, nach einem sehr zeitaufwendigen Prüfverfahren vom Luftfahrtbundesamt und ist Grundvoraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis. Diese Erlaubnis hat Cargologic Germany jetzt also seit ein paar Tagen und das bedeutet, sie dürfen jetzt ganz offiziell, kommerziell mit ihren beiden Boeing 737-400 Frachtern aus Leipzig heraus an den Start gehen. Und tatsächlich besteht die Flotte zum aktuellen Zeitpunkt wirklich nur aus zwei Flugzeugen. Zwei alte Maschinen, umgebaut zu Frachtern vom Typ 737-400. Hat bis dahin doch tatsächlich schon eine ganze Menge von einer sympathischen, neuen, kleinen Startup-Airline. Schauen wir uns die beiden Flugzeuge mal etwas genauer an. Wie gesagt, Maschinen vom Typ 737-400 und dementsprechend, wenn man sich mal ein bisschen bei anderen Frachtfluggesellschaften umschaut, ziemlich kleine Frachtflugzeuge. Ungewöhnlich kleine Frachtflugzeuge mit entsprechend geringer Nutzlast und vergleichsweise kleiner Reichweite. Das deutet aber schon mal darauf hin, dass Cargologic Germany nicht in den internationalen Langstreckenmarkt mit ihren Maschinen eintreten wird, sondern sich eher auf die kürzeren, vielleicht sogar regionalen, aber dafür zügigen Verbindungen hier in Europa konzentrieren wird. Die Maschinen sind beide fast 23 Jahre alt und wurden beide auch nicht als Frachtflugzeug produziert, sondern ursprünglich als Passagierflugzeug ausgeliefert. Die 737-400 ist die größte Version der 737 Classic Generation, wurde Ende der 80er Jahre erstmals produziert und ist somit mehr oder weniger der direkte Vorgänger für die Boeing 737-800. Entwickelt und gebaut wurde sie damals, um zumindest von der Kapazität her, schon mal wieder in Richtung des damals noch brandneuen Airbus A320 mit etwa 180 Sitzplätzen aufschließen zu können. In der Boeing 737-400 waren bis zu 188 Sitzplätze möglich und mit dieser Größe, mit einer noch nie dagewesenen Größe für eine Boeing 737, sollte das Flugzeug besonders für die neuen aufstrebenden Charterfluggesellschaften interessant sein. Es zeigte sich aber in der nahen Zukunft, dass diese Größe von Flugzeugen hier in Europa generell ganz hervorragend zu gebrauchen ist und so verkaufte sich die 737-400 fast 500 Mal. Die ältere der jetzigen beiden Cargologic Germany Maschinen wurde 1997 produziert und ging dann damals als ganz normales Passagierflugzeug erst einmal an Malaysia Airlines. Dort flog die Maschine auch über ein Jahrzehnt, ging dann irgendwann über Umwege in die Vereinigten Staaten und wurde dort vor kurzem zu einem Frachtflugzeug umgebaut. Die zweite Maschine wurde ebenfalls vor fast 23 Jahren gebaut und das Flugzeug wurde damals tatsächlich ursprünglich noch an Air Berlin ausgeliefert. Dort flog die Maschine auch einige Jahre und ging dann über einige weitere Fluggesellschaften hier in Europa, zum Beispiel Jet Airfly und Blue Panorama aus Italien, ging sie dann auch irgendwann in die Vereinigten Staaten, wurde dort ebenfalls zum Frachter umgebaut und kam dann eben jetzt zurück nach Deutschland. Bei diesem Umbau in den Vereinigten Staaten erhielten die beiden ehemaligen Passagierflugzeuge einen gut 24,5 Meter langen Frachtraum auf dem Hauptdeck, dort wo normalerweise die Passagiersitze zu finden waren. Und die beiden Frachträume im Unterdeck, die kann man selbstverständlich auch noch benutzen. Die sind jetzt aber bei einer 737 nicht wirklich üppig. Und damit man an den Frachtraum auf dem Hauptdeck vernünftig rankommt, wurde im vorderen Teil des Rumpfes auf der in Flugrichtung gelegenen linken Seite eine etwa 2x3 Meter große Luke installiert, wo dann bis zu 11 Paletten bzw. 11 Standardcontainer in den Rumpf eingeladen werden können. Das Ganze dann mit einem maximalen Gewicht von bis zu 20 Tonnen und einer maximalen Reichweite von etwa 2800 Kilometern. Ist damit, wie gesagt, sehr gut geeignet für Europa, aber viel weiter kommt man damit dann auch nicht.
Eine dritte Maschine soll bereits Ende des Jahres zur Flotte stoßen und dann wäre man also mit drei 737-400 Frachtern unterwegs. Die dritte Maschine ist ähnlich alt, hat eine ähnliche Geschichte, war sogar schon mit Passagieren in Indien unterwegs, bevor sie jetzt zum Frachter umgebaut wurde. Mit diesen dann drei Flugzeugen möchte die neue deutsche Fluggesellschaft ihre Kapazitäten dann ganz gerne auch spontan und kurzfristig Unternehmen zur Verfügung stellen, die ihre Waren infolge immer weiter zunehmender Online-Käufe und Verkäufe zügig in Europa von A nach B bringen müssen. Und bis dahin ist ja auch alles schön und gut. Jetzt kommt aber noch eine wichtige Sache dazu. Und zwar kommt euch höchstwahrscheinlich die Lackierung der CargoLogic Germany schon so ein bisschen bekannt vor. Das liegt daran, dass die CargoLogic Germany eine 100%ige Tochtergesellschaft ist von der britischen CargoLogic Holding. Diese wiederum gehört zur russischen Volga-Dnepr-Gruppe oder wie auch immer man das richtig ausspricht. Das macht CargoLogic Germany also zu einem Teil der Volga-Dnepr-Gruppe und die ist auch als russische Frachtfluggesellschaft häufiger mal in Leipzig vertreten mit der Antonov AN-124. Volga-Dnepr hat aber auch noch einige weitere Tochterfluggesellschaften, beispielsweise die russische Atran, die ebenfalls mit einigen alten, gebrauchten 737-400 Frachtern durch die Gegend fliegt, oder auch die britische CargoLogic Air, die zum aktuellen Zeitpunkt mit 5 Jumbos ausgestattet ist, oder auch am bekanntesten, weil am größten, Airbridge Cargo, kommt auch täglich nach Frankfurt, soweit ich weiß, und die fliegen zum aktuellen Zeitpunkt mit 18 Jumbos durch die Gegend, darunter auch einige Maschinen vom Typ 747-8. Damit verliert die neue deutsche Fluggesellschaft CargoLogic Germany natürlich so ein bisschen die anfangs erwähnte Startup-Sympathie und wird Teil von Expansionsplänen einer großen russischen Frachtfluggesellschaft. Ist das schlimm? Die deutsche Konkurrenz in Form von Lufthansa Cargo sagt ja, denn damit platziert die Volga-Dnepr-Gruppe natürlich ein eigenes, starkes und vor allem vom Ding her ja auch eigenständiges Unternehmen hier in Deutschland und damit natürlich auch ein kräftiges Argument für zukünftige Verhandlungen hier in Deutschland. Das ist allerdings Politik und wir freuen uns an der Stelle jetzt erstmal über ein kleines bisschen mehr Vielfalt an den deutschen Flughäfen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und alles andere, das sehen wir dann in der Zukunft. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren noch in diesem kurzen Video ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.